Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Setz ich mich zu euch auf die Couch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Orga TV-Sendung in diesem Sommersemester. Ja, das Semester ging super schnell zu Ende, ne? Ja, das kann man wohl sagen. Ich meine, wir machen das jetzt 3 Monate und Die sind wie im Flug vergangen. Wir haben äußerst viel erlebt, wir haben mit vielen Leuten gesprochen, wir hatten viele Studiogäste. Was hat dir denn am besten gefallen? Was mir am besten gefallen hat? Also es hat ja angefangen mit unserem ersten Treffen. Und da fand ich schon mal super witzig, wie wir uns alle kennengelernt haben. Jetzt so mal im Resümee, wie wir uns kennengelernt haben, wie wir die Probeaufnahmen gemacht haben. Das fand ich schon super witzig. Und dann die ganzen Interviewpartner, die wir hatten, unter anderem mit dem Hochschulsport. Das war sehr interessant. Und Herr Schlicher. Und ja, also mir hat auch gut gefallen, wie wir den Abschlusstrailer gemacht haben, wo wir uns alle an die Stange gehangen haben. Und das war schon ganz großartig. Also ich hatte ja auch noch das Interview mit dem Rüdiger Neberg, mit dem Überlebenskünstler. Das fand ich auch ziemlich toll. Und wir haben ja auch einen Kameramann hier im Studio, der Felix. Und der Felix, der könnte ja einfach mal zu uns jetzt auf die Couch kommen, es ist die letzte Sendung, und könnte auch mal ein bisschen was erzählen, was er so erlebt hat und was für ihn vielleicht schlimm war oder gut war. Mache ich doch gerne. Ich hoffe mal, wir haben jetzt Ton. Meine Kamera habe ich auch mitgebracht. Felix, du warst unser Newsmann, das heißt, bis auf heute hast du für jede Woche auch bei den ÜMP-Sendungen die News vorbereitet. Genau. Hat es wirklich Spaß gemacht oder, ich meine, wie war das mit den News? Ach, das ist halt, häufig sind es dann einfach immer wieder die, sag ich mal, dieselben Meldungen. Es hört sich alles sehr ähnlich an. Es sind Einladungen zu Geburtstagen, die dann, sag ich mal, für die Uni vielleicht interessant sein mögen, vielleicht auch für die einzelnen Fachbereiche. Nur wenn man es halt jeden Tag oder jede Woche immer wieder liest, kann es auch mal ein bisschen zäh sein, aber im Großen und Ganzen hat es eigentlich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Du hast am Anfang meistens nur Nachrichten gemacht, dann hast du später auch immer eine Filmvorschau gegeben für Cineaster. Und wie war das? Also die hast du dann selbst geschrieben, da habe ich so deinen Eindruck gehabt, das hat dir dann noch so am meisten Spaß eigentlich gemacht. Ja, das ist natürlich deutlich interessanter, wenn man sich auch, sag ich mal, privat für Filme interessiert, den Film auch kennt, sich vielleicht auch eine eigene Meinung zu dem Film gebildet hat, dann ist das schon deutlich interessanter, macht einfach auch mehr Spaß, als jetzt so eine, ich sag jetzt mal, DPA-Meldung zu verlesen. Ja, und du warst für uns auch, also wie wir alle natürlich, mit Kamera unterwegs, hast Leute interviewt. Was würdest du sagen, war das lustigste Erlebnis? Ach, das lustigste Erlebnis ist eigentlich, wenn jemand einfach nicht aufhört zu reden. Wenn man weiß, man braucht eigentlich nur eine halbe Minute Material und derjenige hört einfach nicht auf. Und am Anfang ist man noch so höflich und will denjenigen einfach nicht unterbrechen und will einfach, will dann so höflich sein. Nur man merkt es dann halt irgendwann, dass es einfach nichts bringt und dass man denjenigen einfach unterbrechen muss. Knallhart. Ja, also das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch persönlich selbst gemacht, wie auch der Herr, unser Universitätspräsident, der Herr Linneweber, da war. Ich meine, er redet ja gut, aber er redet dann auch durchaus viel und das ist halt am Anfang wirklich nicht so einfach. Hast du so ein Erlebnis gehabt? Ja, beim Hochschulsportreport, das war auch das war das erste Interview, wo ich ja gemacht habe und das war auch sehr schwierig, meinen Interviewpartner da mal zu stoppen. Das war heftig. Das hat uns viele schlaflose Nächte beim Schneiden bereitet. Ne? Ja, das war ja ein langes Interview gewesen. Ja, apropos schlaflose Nächte, also wir haben uns jetzt auch gedacht, dass wir für die letzte Sendung machen wir noch so mal eine kleine Compilation, einen kleinen Zusammenschnitt von den besten Szenen, von den Sendungen. Und wie es dann so ist, haben wir natürlich heute die unglaublichsten Technikprobleme. Das heißt, unser Video-Walkman, der ist, sagen wir es mal freundlich, nicht unbedingt funktionsfähig zurzeit. Deswegen haben wir alles so ein bisschen umgestöpselt und spielen jetzt halt nicht über den Video-Walkman aus, sondern das Ganze läuft über den Computer, der ist mit dem anderen Computer verbunden, das geht dann ins Mischpult. Und ich glaube, unsere Technik dürft das, die da hinten wild rumjubelt, denke ich, der dürft das so in 2 Minuten, habt ihr das dann im Griff? Oder was erwartet ihr so? Nee, das dauert noch ein bisschen länger? Okay, was kann man noch sagen? Also für mich war eigentlich mit eine der schönsten Sendungen, fand ich auch die Sendung mit dem Hochschulsport, weil das hat einfach Spaß gemacht mit dem vielen Umziehen, mit dem Dekorieren. Ich denke, das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Und ein schlimmes Erlebnis?
Was war für euch das schlimmste Erlebnis oder für dich oder wo hast du gedacht, das geht gar nicht mehr? Ich muss sagen, das schlimmste Erlebnis hat ungefähr vor 5 Minuten stattgefunden. Eben der Totalzusammenbruch hier. Und es ist halt einfach, ja, es ist schwierig, wenn man live auf Sendung gehen will. Und eine Minute vorher macht dann die Technik, die jetzt wirklich, also ich sag mal, die Technik hat jetzt ein halbes Jahr lang problemlos funktioniert. Und jetzt macht etwas schlapp, da stutzt man halt natürlich erstmal. Also ich kann definitiv sagen, das ist wirklich definitiv das allerschlimmste Erlebnis hier bei OrgaTV. Das kann man durchaus sagen. Ich meine, wir fühlen uns hier auch genauso alleingelassen, weil jetzt sitzen wir hier und müssen halt Smalltalk machen. Die Leute in der Regie, die grinsen sich halt einen ab. Und wir hoffen, dass sie es vielleicht doch noch irgendwie schaffen, das Ganze heute in den Griff zu bekommen. Weil ich meine, sie sitzen ja nicht vor der Kamera. Und ich denke, ja. Oh, wir haben einen neuen Gast. Ein neuer Gast bei uns, Felix. In diesem Fall werde ich mal mein Mikrofon weiterreichen. Versuchen aus dem Bild. André. Aus der Technik. Der Mann aus der Technik. Der Mann aus der Technik, genau. Ja. Erzähl mal, was ist los? In der Technik? Ja. Es funktioniert halt rein gar nicht. Wir haben keine Zeit zum Rendern, beziehungsweise der Computer braucht zum Rendern, das heißt, der wandelt die Bildformate noch um, dass es halt flüssig läuft. Das würde jetzt noch 8 Minuten dauern und jetzt versuchen wir die Beiträge einzeln zu stückeln, dass wir dann die einzelnen Beiträge während der Anmoderation von meinen Moderatoren dann rendern können, weil dann dauert es nur knapp 1 Minute und wir brauchen hier nicht sinnlos 15 Minuten am Stück reden. Aber ich möchte dann auch nochmal was sagen über das letzte Semester OrgaTV. Also mir hat es natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Eigentlich der lustigste Moment ist jetzt gerade. Weil da kann man eigentlich nichts mehr machen als ruhig bleiben und versuchen zu lächeln. Und wie ich jetzt gerade als Bildsignal mitkriege, kommen da irgendwelche Bilder, aber die hängen. Und das, dann hängt die Tonspur auch und deswegen würde es keinen Spaß machen für die Zuschauer, dass wir es jetzt abspielen. Nochmal zurück zu dem letzten Semester OrgaTV. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich habe jetzt gerade oder heute Nachmittag gesagt, ich habe nicht wirklich viel gelernt. Was ich gelernt habe, ist Stressresistenz auf jeden Fall. Und ja, also wie gesagt, also es war eine super Zeit. Das Team war klasse. Wir hatten sehr viel Spaß. Wir haben auch das ein oder andere Bierchen mal zwischendrin getrunken, wenn wir es uns eigentlich auch nicht hätten erlauben können. Aber genau das war, glaube ich, das, was unser Team ausgemacht hat. Wir haben immer zusammengehalten, einer für alle, alle für einen. Hört sich jetzt blöd an, ist aber so. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich auch, dass wir vorher, bevor wir OrgaTV und bevor wir on air gegangen sind, dass wir einen Moderatorentest gemacht haben. Und ich eigentlich ziemlich weit vorne lag. Ich wollte nur nicht unbedingt vor die Kamera. Und deswegen halt Markus und Sandra, Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen nervös, ja, das ist das Lampenfieber. Ja. Ja, deswegen sind die es halt geworden. Also ich wollte lieber in die Regie. Ja, du hast ja mit den Scheinwerfern gekämpft eine Zeit lang, hast dir da auch, glaube ich, Verbrennungen dritten Grades zeitweise noch zugezogen. Und aber letztendlich kannst du sagen, du hast da jetzt schon nochmal ein bisschen mehr den Bogen raus, was jetzt Ton und Bild angeht. Also hat es dir von der Warte her auch was gebracht, jetzt einfach das Praktikum. Oder sagst du jetzt, naja, das habe ich vorher auch schon so gekonnt? Nee, auf keinen Fall. Also das mit dem Licht war für mich ganz neu, als ich hier angefangen habe. Ich war auch immer der Einzige, der gesagt hat, wir machen das Licht an und wir leuchten aus und gucken halt einfach mal, wie es ist. Und dann war es halt nicht immer optimal. Und ja, da sind halt so ein paar Feinheiten, die muss man erstmal rausfinden. Man muss gucken, wie die Schatten fallen, dass halt keine wirkliche Schatten im Bild zu sehen sind. Heute haben wir eine richtig spärliche Beleuchtung. Also wir haben heute das Oberlicht an, deswegen sind wir auch alle so käseweiß. Weil die Strahler, die wir an der Decke haben, wie ihr jetzt gerade sehen könnt, hoffentlich, die sind halt, die geben halt eine etwas natürlichere Farbe, also natürlichere Hautfarbe ab. Aber wenn man die zu stark halt stellt, dann blendet es auch, dann ist man überbelichtet und. Ich weiß jetzt auch nicht. Man muss auch sagen, dass es dann nach einer gewissen Zeit unter den Scheinwerfern auch immer sehr angenehm warm wird. Das haben auch einige Gäste, die uns in Anzügen besucht haben, am eigenen Leib erfahren müssen. Also da war auch der ein oder andere nicht glücklich. Das muss man auch dazu sagen. Praktikum ist für OrgaTV im Winter vielleicht auch ein bisschen cleverer, weil dann ist es nicht so unglaublich heiß hier drin. Da wir im Studio sind und immer alle Fenster geschlossen halten müssen, schätze ich, dass wir
jetzt so in den letzten Wochen immer mal gemütliche 30 bis 35 Grad hier drin hatten. Habe ich zum Glück nie miterlebt. Ja, locker. Weil du ja auf einen besseren Platz genossen hast. Ganz genau. Ich hätte mal eine Idee, wenn der Heiko in der Regie jetzt mal auf die Handkamera schalten würde, könnten wir uns die Technik einfach mal aus der Nähe angucken. Heiko, hast du mich gehört? Okay, dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit und wir gehen mal in die Regie und gucken uns mal an, was gerade so... Frag mal, was los ist. Ist das Kabel lang genug? Ja. Ja, sind wir hier in der Technik? Ich mache mal eben das Licht an. Ja, was ist denn? Kriegen wir es noch hin oder kriegen wir es nicht mehr hin? Also wir denken, wir kriegen es hin. Wir sind ja Profis, nur das Problem ist, dass unsere Rechner gerade abschmieren. Vielleicht liegt das an der enormen Hitze hier drin. Auf jeden Fall macht... auf jeden Fall machen die Rechner nicht so das, was wir gerade wollen. Wir kommen gerade. Und die Caroline sagt es richtig, wir kommen gerade. Und auf jeden Fall kriegen wir das in den nächsten 3-4 Minuten hin. Und ihr müsst wieder nach drin. Wir müssen leider wieder raus, weil wir kriegen sonst die Rückkopplung. Also, zack. So, wir kommen zurück im Studio. Felix, darf ich dir mal den Stöpsel für das Handmikrofon geben? Ja, Sandra, wir haben ja mit vielen Leuten gesprochen. Was würdest du denn sagen, war dein interessantester Gesprächspartner jetzt so? Jetzt haben wir ja ein bisschen Zeit hier zum Quatschen. So, oder was würdest du sagen, war das beste Gespräch? Also das beste Gespräch, was ich geführt habe, war unsere Studiengebührensendung, fand ich. Das war mit dem CDU-Abgeordneten und mit unserem AStA-Vorsitzenden. Genau, das fand ich sehr interessant. Da ist super viel rausgekommen bei. Das fand ich echt super. Was mir auch super Spaß gemacht hat, das war unsere Baustellensendung. Du hast dich andauernd umgezogen. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich actiongeladen. Ja. Also da war ich auch gut ins Schwitzen gekommen. Also was mir auch gut gefallen hat, war eigentlich die Pokersendung, die wir vor unserer Pause gemacht haben. Weil, ich meine, es war ja ein richtiges Spiel, wir haben es ja komplett ernsthaft gespielt und es hatte jetzt auch nichts damit zu tun gehabt, dass die Leute jetzt sagen, ich spiele nur so und ich hoffe mal, dass der ein oder andere, der noch nicht im Pokerfieber sein sollte, es jetzt vielleicht ist. Vielleicht kann auch der Felix dazu nochmal ein Wort sagen, denn ich glaube, er hat von Poker noch gar nichts gewusst, bevor er überhaupt mit dem Praktikum angefangen hat. Und wie hat sich das eigentlich entwickelt? Deine, ich glaube, du hast ja schon so einen gewissen, so einen leichten Suchtfaktor, das Spiel schon. Oder? Ja, das muss ich schon zugeben. Entwickelt hat sich das Ganze daraus, dass wir natürlich häufig auch mal Pausen gemacht haben, draußen standen, ihr geraucht habt, ich meine 3 Liter Cola pro Tag getrunken habe. Ja, und dann hört man halt die ganze Zeit was, ja, und dann habe ich den gecallt da und dann kam auf dem River kam das und das und der Flop und so weiter und so fort. Und allein schon aus der Neugierde heraus, was jetzt diese Fachbegriffe bedeuten. Ich glaube, Sandra, du kannst das nachvollziehen. Du versuchst dich ja auch gerade in das Gebiet etwas einzuarbeiten. Es ist einfach am Anfang ein bisschen verwirrend, oder? Total verwirrend. Ja, aber wir haben ja auch noch einen schönen Trailer gebastelt für unsere Pokersendung. Ich denke, der macht es eigentlich relativ klar. Aber ich meine, wenn man die Regeln kennt, kann man das Spiel noch lange nicht. Das ist halt der Punkt. Ne? Das ist natürlich das. Und es ist natürlich... ja, man muss auch zugestehen, es ist nicht nur ein Glücksspiel. Man sagt ja immer, ja, Poker, das typische Glücksspiel, bei dem man Haus und Hof verwettet oder so. Aber es ist schon auch eine Menge, sag ich mal, Wissen oder Können dabei. Mhm. Dass natürlich am Ende noch ein kleiner Glücksfaktor dabei bleibt, ist klar. Aber dazu gibt es ja auch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eben, deswegen. Ich meine, jeder Pokerspieler hat sein System. Ja, wir hatten ja auch noch die Geschichte mit dem Arbeitsrecht. Wir hatten ja noch diesen den Professor von Jura da, wo es darum ging, können Bilder im Internet oder StudiVZ meine Karriere zerstören. Oh, das ist schön. Es läuft eigentlich alles nach Plan heute. Ich hoffe, der Baum bleibt jetzt einfach stehen. Es tut uns echt leid, ja, dass es so chaotisch ist. Aber ich hoffe natürlich auch, dass die Leute vom Botanischen Garten nicht zuschauen. Denn wir geben den Pflanzen auch nochmal Dünger. Es könnte nämlich durchaus sie nicht gerade zum Lächeln bringen, wenn sie sehen. André, nennt man das eigentlich Blattwerk oder Laubwerk, wenn es runterfällt? Keine Ahnung. Ja, aber nur mal zurückzukommen auf die Sendung. Also hat jemand von euch sich jetzt im StudiVZ abgemeldet oder mal selbst recherchiert für Bilder? Oder denkt ihr, das kann eigentlich wirklich nur, wenn es ganz, ganz dumm läuft, einem wirklich die Karriere verbauen? Also ich denke, es muss schon sehr, sehr dumm laufen, damit es einem die Karriere verbauen kann. Und ich denke, man muss auch unterscheiden zwischen den harmlosen Partybildern und den Bildern, wo, sag ich mal, wo man dann wirklich sagt, wo...
jetzt mal Vorsicht, also das sollte man natürlich vermeiden, denke ich. Da hat ja auch jetzt die UMP-Gruppen haben sich ja auch intensiv damit beschäftigt und da war eigentlich auch der Tenor grundsätzlich, man sollte lieber, also sag ich mal, die normalen Bilder, Freunde oder sowas ins Internet stellen, kein Problem, nur eben wenn es dann volltrunken, Blackout ist, dann lieber nicht ins Netz stellen. Also ich denke, grundsätzlich ist es ja meistens so, wenn solche Bilder entstehen sollten, ist es ja meistens auf irgendwelchen Partys, wo man auch die Leute kennt. Und ich denke, da kann man auch, wenn man da mit den Leuten redet, kann man es auch vermeiden, dass die einen dann irgendwo ins Internet posten. Also das muss ja nicht unbedingt sein. Aber was ja auch noch interessant war, war bei Felix der Podcast. Ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, ich hoffe ja auch, dass ihr fleißig den Podcast geguckt habt. Ja, sehr wichtig, jeden Freitag. Ja, der Podcast stand natürlich dieses Semester, wie eigentlich alles hier am Lehrstuhl, unter dem Oberthema Web 2.0. Wir haben grundsätzlich sehr interessante Dienste aufgegriffen, sag ich mal. Also es steckt ja sehr grundsätzlich so, dass man sagen kann, es gibt diese Web 2.0 Dienste. Wie zum Beispiel war das OpenID, glaube ich, war eines gewesen, dass man sich quasi sein Profil komplett erstellen kann und es dann überall verwenden kann. Genau, und OpenID ist jetzt zum Beispiel ein Dienst, der für eine Technologie steht. Und anhand dieses Dienstes kann man dann schöne Technologie beschreiben, ein bisschen genauer erklären. Und daher hat sich eigentlich auch diese Struktur rausgebildet, dass man immer sagt, ein Theorieteil und dann auch ein kleiner Praxisteil, in dem eben auch mal das Ganze greifbar gemacht wird und dem User gezeigt wird, wie kann ich das jetzt anwenden, was ich gerade gesehen habe. Was bringt mir das, wie kann ich das nutzen? Ja, ich denke, sonst wäre es natürlich auch ein bisschen schwierig, also wenn einfach diese praktische Phase nicht dabei wäre, glaube ich, dann wäre auch der Podcast uninteressant, muss man ganz klar sagen, weil was mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich jetzt eine Definition für Web 2.0, weil ich meine, Web 2.0, das schmeißt zwar jeder in den Raum rein, dann hat man dann YouTube und die ganzen Seiten, wo man auch seine Flickr, wo man seine Bilder hochladen kann, und gibt es eine Definition für Web 2.0 oder ist dir da also irgendwie was? Also ich sage, keine Definition geläufig, nur ich kann den großen Unterschied zum Web 1.0, also zum herkömmlichen Web beschreiben, und da geht es einfach darum, dass im Web 2.0 eben die User selber den Content zur Verfügung stellen. Das heißt, es geht nicht mehr so, dass jetzt zum Beispiel das Versandhaus Quelle eine Homepage programmiert und ich dann Online-Shopping machen kann, sondern ich selber stelle meine lustigen Videos ins Internet, ich blogge. Und ich habe gerade gestern neues Weblog installiert auf meinem Webserver. Das Weblog zu installieren hat schätzungsweise 3-4 Minuten gedauert. Und dann ist auch wirklich nach 5 Minuten ist der erste Eintrag da. Und das könnte ich jetzt jedem geben. Also egal, ob er jetzt technisch begabt ist oder nicht. Das ist eine Oberfläche, die ist, sag ich mal, Word-ähnlich. Ja. Man kann seinen Beitrag schreiben. Man braucht nicht mehr dieses Fachwissen wie vorher. Ich muss jetzt HTML programmieren, sondern ich kann ganz einfach einen Text schreiben, das, was mir gerade einfällt, und kann den dann publizieren. Das heißt, die technische Barriere entfällt eigentlich im Web 2.0. Also es ist im Prinzip jetzt das Web für alle. Genau, es ist das Mitmach-Web. Mitmach-Web, das ist doch mal ein schöner Ausdruck. Ja. Was hatten wir noch an Sendungen gehabt? Was hat uns noch, was war noch wirklich vielleicht auch lustig? Wir waren noch auf der Firmenkontaktmesse, waren Heiko und ich unterwegs. Das war auch eine Aktion, weil wir ja eine Stunde vor Schluss dort aufgetaucht sind und hatten ja noch das Problem, die Interviewpartner zu finden. Wie viele Leute? War das eine große Messe? Also ja, es war schon groß, die war schon groß besucht, da waren schon viele da gewesen und das Problem war halt ganz einfach, wir hatten nur noch eine Stunde Zeit. Ne? Ja. Es war super heiß, wir sind die Treppen hoch, wir sind die Treppen runter, drin war es zu laut, draußen war es zu heiß. Hoch, runter, links, rechts, es war auch eine Aktion. Innerhalb von einer Stunde, ich weiß nicht mehr, wie viele Interviewpartner wir hatten, ich glaube 4, 5 bestimmt. Und das war auch echt eine lustige Aktion. Und eure Aktion im Parkhaus von dir und André. Ja, das war natürlich, ich glaube, das ist eigentlich auch unser absoluter Lieblingsbeitrag. Ja. Also zumindest mal von André und mir, aber ich glaube auch der Felix schwärmt sehr für den Beitrag. Und so, das muss ich auch sagen, das war eigentlich auch der lustigste Beitrag. Ja. Bei strömendem Regen, ich denke mal, unsere treuen Zuschauer kennen den Beitrag ja auch, wie wir uns mal über die Parksituation hier informiert haben. Und es war halt so schön, weil an dem Tag auch noch Kinderuni war und wenn Kinderuni ist, werden die Parkplätze abgesperrt, also zumindest mal ein Teilbereich, und dadurch entsteht halt das ultimative Chaos, und einfach diese Autoschlange zu haben von 15 Autos, wo gar nichts mehr geht, und wir konnten von Auto zu Auto laufen, dort dann die Leute fragen, was los ist, das
Und die Leute haben auch einfach gute und schlagfertige Antworten gegeben. Und ich meine, davon lebt ja unser Beitrag und auch unsere Sendung. Wenn wir jemanden da haben, der nichts erzählt, dann, dann bringt es ja auch nichts. Und was wir, André und ich, noch vielleicht auch noch Lustiges erlebt haben, das war, wie wir zusammen auf der Gründermesse waren, vollkommen übermüdet. Das war wo auf dem Messegelände in Saarbrücken, wo wir auch den Wirtschaftsminister, den saarländischen, noch interviewt hatten. Da waren wir nämlich danach, haben wir gesagt, komm, wir gehen gemütlich essen. Was wir nicht wussten, es ist Schützentag. Deutscher Schützentag, der, was weiß ich, 95. oder so. Und dort, wo wir gegessen haben, war Treffpunkt. Das heißt, wir hatten plötzlich irgendwie so an die 300-400 Schützen um uns rum. Mhm. Gott sei Dank war da auch nicht gerade die Protestwelle, weil natürlich gibt es ja auch, wenn sich die Schützen treffen und da sind ja auch Jäger dabei, gibt es natürlich auch immer viel Proteste von irgendwelchen Tierschützern. Aber das war schon sehr lustig, mal so die Schützen aus Sachsen kennenzulernen. Es war auch mal was sehr Interessantes. Jetzt ist die Frage mit unserer Technik, weil ich muss jetzt noch einfach mal gucken, was da los ist, weil ich denke, da könnte ja mal so langsam was passieren. Sandra, wie ist das denn? Wenn man zum ersten Mal hier sitzt um 18.18 Uhr und es heißt dann Orga TV, jetzt geht's los, jetzt drehen wir gerade mal die Rollen um und ich bin mal der Interviewer in dem Fall, weil mich das wirklich interessiert. Ich stehe ja sonst immer nur hinter der Kamera. Wie ist das denn, wenn es zum ersten Mal losgeht? In welcher Region ist da der Puls ungefähr? Also in der ersten, ich habe selbst im Mikro. Also ihr seht jetzt, so geht es normalerweise immer in den Proben ab. Es ist heute echt super lustig. Und dies ist kein Fake, das möchten wir mal dazu sagen. Also das ist heute einfach grandios. Also wir hatten eigentlich noch ein Best-of-Zusammenschnitt, also Best-of Orga TV in dem Semester. Den können wir uns euch wahrscheinlich jetzt leider nicht mehr präsentieren. Selbst wenn unsere Technik in 5 Minuten wieder stehen sollte, ist die Zeit abgelaufen. Ja, vielleicht können wir es am Schluss dranhängen. Es sieht vielleicht jetzt dann machbar aus. Heute Morgen war etwas sehr Lustiges. Und zwar der Heiko und ich, wir streiten uns öfter mal ganz gerne. Ich bin halt die Oberzicke laut dem Team. Und habe dann einfach mal seinen Flipflop durchs Fenster geworfen. Was darin endete, dass es endete in einer halben Stunde Suchaktion im Dornbusch und in Brennnesseln. Und meine ganzen Beine kribbeln jetzt auf. darf ich den Flipflop mal kurz haben und gehst du mal vor der Kamera weg? So ungefähr sah dieser Flipflop aus. So hört sich jemand an, der nicht moderieren will. Man muss sich jetzt vorstellen, dass dieser Flipflop im Grünen gelegen hat und es auch gelbe Blätter gab. Also es war ja nicht nur so, dass das Gelb wenigstens hätte herausstechen können. Nein, gar nichts. Aber nach einer halben Stunde habe ich ihn im Baum wieder gefunden. Ich glaube, es gab auch Brennnesseln dort. Es gab Brennnesseln, hatte ich schon erwähnt. Ja, sehr viel. Aber vielleicht kann ja auch der Heiko aus der Regie mal noch gerade zu uns kommen. Der gerade geflüchtet ist. Ja, der gerade mit seinem Schuh wieder geflüchtet ist. Setzt sich auch mal noch zu uns, erzählt uns. Dann bin ich draußen. Dann bist du wieder raus. Lass es einfach, es bricht alles zusammen. Das ist jetzt egal, darauf kommt es einfach nicht mehr an. Hallo, liebe Zuschauer, ich bin der Quotenpartner bei uns. Also verzeiht mir bitte, wenn ich alles außer Hochdeutsch spreche, weil das habe ich einfach nicht drauf. Ich bin von der Regie hinten und hatte das Vergnügen, mit diesem ganzen tollen Team hier super Sendungen zu machen. Nur leider, heute haben wir es wieder geschafft, das größte Chaos zu verbreiten hier bei uns im Studio. Es tut uns schrecklich leid, der Björn, unser Kollege von der Technik hinten, der versucht verzweifelt doch irgendwelche Notlösungen an den Mann zu bringen. Das scheitert einfach an den Rechnern. Wir müssen einfach mal an Bill Gates eine Message rausschicken und sagen, Bill, schick uns bitte neue Rechner für Orga TV. Dann können wir wieder optimale Sendungen machen. Dann kann er auch gerade noch neue Kameras und Mikrofone. Also die Kameras sind ja okay. Also die Kameras sind okay, also wir haben nur ab und zu Probleme mit den Anschlüssen an den Rechnern und auch an den Kameras. Da gibt es mal den einen oder anderen Fehler. Aber das wollen wir ja allen und auch uns verzeihen. Das kann ja auch mal vorkommen. Auch ARD hatte mal Probleme mit Waldi und Rudi Völler. Vielleicht nicht wegen der Kamera, aber wegen den verbalen Entgleisungen von unserem Teamchef. Aber es ist bei uns zumindest nicht so, dass wir einfach das Programm abschalten, wie sie es jetzt bei der Tour de France gemacht haben. Wir bleiben tapfer auf Sendung. Auch wenn jetzt hier jemand gedopt wäre, machen wir weiter. Und jetzt meine Frage, also ich meine, die schlimmste Sendung brauche ich wohl nicht zu fragen. Das hat sich wahrscheinlich jetzt auch erledigt. Ich denke, es wird wahrscheinlich jetzt auf die heutige hinauslaufen. Was war denn für dich so das Erlebnis, wo du sagst, das war super lustig? Oder
das würde ich direkt nochmal machen. Ja, auf jeden Fall, da habt ihr wahrscheinlich eben schon mal drüber geredet, während ich mit Björn hinten versucht habe, verzweifelte Technik hinzubekommen. Das Beste war natürlich unsere Pokersendung, das war phänomenal, als Markus und ich getrennt von diesem Studio hier moderiert haben und hier mit 4 Kameras wirklich gutes Kino, sag ich jetzt mal, geboten wurde. Das war absoluter Hammer. Das hat auch ultra viel Spaß gemacht und ich denke, für Amateure, wie wir es sind, war das wirklich einwandfrei und es hat tierisch Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch so vom technischen Aufwand war es auch mit Abstand die aufwendigste Sendung gewesen. Das auf jeden Fall. Und auch mit den kleinen Einblendungen, kleiner Schirm auf großer Schirm, also da hat auch der Björn ja in dem Fall, der jetzt auch unten in den Rechnern rumkrabbelt und sich allerdings das Lachen auch nicht verkneifen kann, da hat er auch wirklich gut Regie geführt, das muss man mir auch mal lassen. Aber er ist ja leider so kamerascheu. Wir hatten, wer ihn ja kennt, der hat es gemerkt, der war in 2 Interviews, war er über das Semester auch mal vertreten, auch zum Thema Praktikum. Aber ja, sonst ist er nicht so der Typ, der sich gern mal vor die Kamera stellt. Ich glaube, wir kriegen ihn jetzt auch nicht raus. Was gibt es von uns noch zu erzählen? Also ja, also auf jeden Fall möchten wir uns bei dem ganzen Lehrstuhl auf jeden Fall bedanken, die uns, die uns wirklich immer unterstützt haben, die immer sehr hilfsbereit waren. Gerade der Björn, der hat uns wirklich immer unter die Arme gegriffen, wenn es irgendwo geklemmt hat. Heute hat es leider nicht ganz geklappt, aber das lag weniger an ihm als an der Technik. Wir möchten uns... Großes Gelächter. Großes Gelächter in der Regie. Und natürlich, wie gesagt, bei dem ganzen Team vom Lehrstuhl, die immer sehr hilfsbereit uns gegenüber waren. Und das hat uns sehr gut gefallen. Dafür möchten wir uns bedanken. Auch für die Einladung von Herrn Scholz zum Welcome Barbecue, ja. Wo wir wirklich super aufgenommen wurden. Und vielen Dank dafür. Und wir hoffen, wir haben gute Sendungen gemacht, auch wenn das hier jetzt nicht vielleicht das i-Tüpfelchen am Schluss geworden ist, aber wir sind auf Sendung. Ja, immerhin sind wir auf Sendung und ich muss auch nochmal wirklich Danke sagen, auch an die anderen Fakultäten, an den Professor aus der Jura und alle Professoren eigentlich und natürlich auch an die guten Männer vom Botanischen Garten. Vielen Dank für die Blumen. Wir werden es auch schaffen. Wir peppeln sie wieder hoch. Vielen Dank, Herr Kunz, übrigens an dieser Stelle. Sie werden aussehen wie neu, wenn Sie sie zurückbekommen. Da sind wir uns schon ganz sicher. Ja, danke, wie gesagt, an jeden anderen, der uns in irgendeiner Weise unterstützt hat. Ich würde auch sagen, dass wir jetzt die Beiträge, die wir euch heute nicht zeigen können, versprechen wir euch, werden wir auf jeden Fall ins Netz stellen, weil, glaub mir, die Suchaktion, wo André auf der Jagd nach dem Flipflop durch die Brennnesseln ist, es ist ein traumhafter Beitrag und wir werden ihn definitiv online stellen und dann kann man das, was wir euch jetzt leider nicht zeigen konnten, kann man dort sich dann nochmal angucken unter www.orga.tv. Ja, ich meine, von unserer Seite ist nicht mehr viel zu sagen. Ihr habt jetzt unser ganzes Team gesehen. Wir verabschieden uns jetzt, gehen in die Sommerpause. Im nächsten Semester wird ein anderes Team das Ganze übernehmen. Wir hoffen, die werden sich genauso anstrengen wie wir. Wir drücken ihnen auch die Daumen, dass ihnen das nicht passiert, was uns heute passiert ist. Aber vielleicht hat es euch ja trotzdem hier noch ein bisschen Spaß gemacht, uns bei unserer Gebabbel zuzuhören. Heiko. Chaotensendung. Markus. Sandra. Meine Lieben. Ich bedanke mich bei euch allen. Ich wünsche euch schöne Ferien. Ich bedanke mich bei meinem Team. Und ich würde sagen... Ja, die Regie singt und ich würde sagen, wir stoßen jetzt einfach auf das Semester an und nicht auf die Sendung. Jo, okay. In diesem Sinne, schöne Ferien. Macht's gut und schaltet nochmal ein. Genau. Tschüss. Bis dann. Ciao.